wie ihr schon mitbekommen habt, Christoph Berndt ist heute nicht da. Das heißt, den krönenden Abschluss überlassen wir heute nämlich jemand anderen, nämlich Daniel Freier von Lützow. Ja, vielen Dank, dass ich heute was sagen darf. Ich bin natürlich kein Ersatz für Christoph, das ist mir klar. Ja, aber ich versuche heute mal den sogenannten Volksverhetzer zu machen und nicht den Volkslobbyisten. Ja, als ich da dastehe, es ist viel gesagt worden heute. Ja, wegen Corona, geht aber auch um Innenpolitik. Ich war letztens am Gardasee gewesen. Ich kam wieder an der deutschen Grenze, haben eine Tatsache, Bundespolizist mit MP stehen gehabt. Früh morgens auf einmal. Aber die haben nicht kontrolliert, ob jeder illegal einwandert. Ja, sondern Tatsache, deutsche Urlauber rausgezogen und wollten Corona-Tests mit dem machen. Und wehe dem, du hättest dich geweigert. Ich habe Glück gehabt, ich bin nicht kontrolliert worden, wäre ich heute nicht hier, sondern im Knast. Weil ich hätte mich nicht kontrollieren lassen. Ja, aber so etwas muss man sich mal vorstellen. Da wird... Also mal denken, was du sprichst. Stellst du mal deinen Verstand ein. Einfach ein bisschen. Wenn Sie was sagen wollen, ja, dann können Sie sich die Maske gerne aufsetzen, dann sind Sie hier auf der falschen Demo. Ja. So, ich denke mal, die Ordner werden den jungen Mann der Demo verweisen. Ja, und wenn er der Meinung ist, er muss eine Maske tragen, den Maulkorb, dann soll er das gerne tun, aber nicht hier auf unserer Demonstration. Wie gesagt, es ist eine Menge gesagt worden, lasst euch von sowas nicht ablenken. Das ist noch nicht so schlimm, wie es im Landtag ist, was man da alles sich anhören muss. Die Leute tragen von den Kameras auch einen Maulkorb. Ja, aber so wie die Kamera aus ist, kuscheln sie miteinander. Ja, das sind die Leute, die euch befehlen, Maulkorb zu tragen. Im Bundestag das Gleiche, ja, da wird kein Maulkorb getragen. Und im Berliner Abgeordnetenhaus auch nicht. Aber jedes Mal in Berlin in eine Sparkasse, da kommt da ohne Maulkorb nicht drin. Und draußen stehen die alten Leute. Die wirklich alten Leute stehen da draußen und schwitzen bei so einem Wetter, wenn sie eine Sparkasse wollen, Geld abholen wollen. Eine andere Möglichkeit haben sie ja nicht. Ja, und stehen da, kollabieren fast. Und wenn so ein Mann hier sagt, ja, ich soll überlegen, was ich sage. Ich weiß genau, was ich sage. Ich war letztens mal mein Vater im Krankenhaus gewesen. Was meint ihr denn, was das für eine Farce war, dort reinzukommen? Was man da alles ausfüllen muss? Weil dann laufen die Pfleger drin ohne Maulkorb rum, ja, die Kranken laufen ohne Maulkorb rum. Ja, aber du musst erstmal, wenn du als Gastlerin willst, Maulkorb aufsetzen. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Und meine Tochter hat mich angerufen und hat zu mir gesagt, Papa, ich muss am Montag in die Schule, ich muss eine Maske tragen. Ich sage, nee, musst du nicht. Ich gehe nicht in die Schule, wenn ich eine Maske tragen muss. Ja, weil auch die Kinder haben schon... Auch die Kinder merken, dass man sich mit dieser Maske anonymisiert. Ja? Und diese Anonymisierung, egal wo man hin ist, das ist doch das eigentlich, was die wollen. Eine Anonymisierung, kein Zusammenhalt mehr im Volk. Ja? Das, was sie seit 2015 mit der illegalen Einwanderung von Millionen Bürgern schon angefangen haben, soll jetzt weitergehen. Guckt euch doch mal die Werbung an. Guckt euch einfach mal die Werbung an. Habt ihr schon mal irgendeine Werbung gesehen, die ohne Zuwanderer ist? Ja? Man möchte uns langsam dahin führen, dass wir das als normal empfinden. Ich empfinde es nicht als normal. Ja, ich bin in der DDR aufgewachsen, 89 war ich in der 10. Klasse. Ja, ich kenne auch ein soziales Gefüge, da konnte man zum Nachbarn gehen, wenn man mal die Mutter haben wollte, weil man Kinder hatte. Guckt euch doch mal heute um. Wer unterstützt denn wen noch? Das sind die wenigsten noch. Und da müssen wir uns hinbringen. Kein Zusammenhang mehr, weil wenn ein Volk nicht mehr zusammenhält, dann ist es kein Volk mehr. Ich habe letztens im Landtag eine Anfrage gestellt zu Straftaten in der EAE, Lünsdorf, das ist die Außenstelle. Da kam eine Antwort, da gab es keine Polizeieinsätze. Nun kenne ich aber zufälligerweise die Polizisten, weil ich in dem Landkreis groß geworden bin und aufgewachsen bin. Und dann habt ihr dem Polizisten gesagt, Mensch, was habt ihr denn da gemacht? Na, vielleicht waren wir ja am Karussell spielen. Ja? Tatsache, Würzensee ist Abgeordneter von dieser Landesregierung belogen. Belogen? Wenn du eine Anfrage machst oder versuchst, eine Akte in sich zu kriegen, wie jetzt viele Abgeordnete von uns, Thema VS, dabei wird hingehalten. Weil alle, was die nach außen erzählen, ist eine große, große Lüge. Und man muss sich mal reinziehen, der Herr Wolke ist mit 2 Stimmen Mehrheit gewählt worden. Also, nicht, also gerade mal knapp über 50% der Abgeordneten, ja, ihm haben sie ja nach 6 Stimmen der Koalition gefehlt. Also nicht mal die waren sich einig, diesen Mann als Ministerpräsidenten, was nicht meiner ist, zu wählen. Ja, auf Wiedersehen wäre schön, aber leider dauert das noch 4 Jahre. Leider. Und in den 4 Jahren oder werden sie noch genug Schaden anrichten. Man guckt sich einfach mal an, wir stellen gute Anträge, ja? Ob es Landwirtschaft ist, ob es Umwelt ist, ob es hier wie Löschflugzeugschaffel ist, um Arbeitsplätze zu schaffen, ja, in der Lausitz. Was wird gemacht? Es wird immer wieder
Nee, ihr könnt nicht, ihr seid nicht, ihr seid zu blöd dazu, und darum muss man sich wirklich anhören. Ja, und das ist das, wo wir anders sind. Wir gehen raus, wir unterstützen Bürgerbewegungen, wie Bürger für Bürger, wie Pegida, ja, wie Zukunft Heimat. Wir gehen mit den Leuten raus, wir gehen auch am 28., am 29. mit nach Berlin, wir waren ja letzte Woche auch dabei. Ja, da hat man es halt auch wieder gesehen, dass viele Polizisten einfach das machen, Kadavergehorsam. Na klar, die haben Haus, ja, Befehl und Gehorsam, kenne ich alles, war lange Zeit bei der Bundeswehr gewesen. Aber als wir nach Hause gehen wollten, wurden wir angesprochen. Einfach drinnen standen nicht. Ja? Und diese Polizisten hatten Helme auf, bei den Leuten, die friedlich demonstriert haben. Und abends sind 3000 staatsbezahlte Antifa-Soldaten durch Kreuzberg gezogen und haben 45 Polizisten verletzt. Die gleichen Polizisten, die uns friedlich Demonstranten, ja, wegdrängen wollten. Und da muss man mal den Unterschied sehen. Wir zahlen die Steuern, die nicht. Und wenn ich dann hier den Senat rot-rot-grün, dann kann es doch nicht mehr schlimmer kommen. Und auch mit der CDU in Brandenburg haben wir rot-rot-grün. Ja? Weil mittlerweile ist die CDU rot geworden. Guckt euch die ganze CDU ab, dann die wenigsten, vielleicht noch ein Dorf. Ja? Ein Dorf, der ist da konservativ, aber ab Kreistagsebene hört das auf. Das heißt, es gibt keine Opposition mehr, außer die eine, die vielleicht die meisten von euch, kann ja die Wahlzeit gegen gewählt haben. Es gibt momentan keine andere Opposition. Und diese Opposition wird in der Presse tot gemacht, weil 70% der Presse gehört den Staatsparteien. Diese Parteien, die schon lange an der Macht sind, die endlich abgesetzt gehören. Und dafür kämpfen wir auch nächstes Jahr wieder. Und deswegen stehen wir ständig auf der Straße. Ich stand am Freitag die 16. Woche in Folge mit meinem Ortsverband in Blankenfelde. Zwar sind wir bloß 9 bis 10 Leute, die draußen stehen, aber ich freue mich über jeden, der da mitsteht. Ja, weil wir zeigen Flagge. Wir zeigen Flagge und wir zeigen auch weiterhin Flagge, bis dieser ganze Irrsinn mit diesen Corona-Wahn hier vorbei ist. Dieser ganze Irrsinn, wo man die Rentner zwingt, sich zu entsozialisieren, ja, wo man die Kinder jetzt schon zwingt, sich zu entsozialisieren und alles sowas. Und natürlich haben wir auch noch politische Themen, ja, also außer die Corona. Wir werden euch erinnern, Lübben haben wir letztes Mal Werbung gemacht, Lübben hatten wir die Demos gegen Fahrverbote. Und dann möchte ich kurz zum Schluss kommen, ich mache noch ein bisschen Werbung. Montag in Zittau, richtig? Montag Pegida in Zittau. Dann die nächste am 22.08. ist in Brandenburg an der Havel für die Biker. Hoffentlich mit Motorrad und hoffentlich sehr viele. Die nächste Demo gegen Fahrverbote. Und auch hier in Cottbus machen die Bürger für Bürgerrechte. Da wird auch Rechte informiert wieder. Und wie gesagt, am 29. fahren wir alle gemeinsam nach Berlin und wir müssen ja nicht auf der Siegessäule stehen bleiben. Ich sage nur 2 Straßen weiter ist das Amt, wo die Dame sitzt, die sind alle verbrochen haben. Pegida am 17. in Dresden. Und Pegida am 17. Wollte ich noch dazu sagen. Danke euch und vielen Dank dafür, dass ihr da wart.